Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Attas und Michael Burgstaller. Ich freue mich sehr, dass er wieder für uns die Zeit gefunden hat, mit uns diese Veranstaltung zu machen. Thema heute ist Attas Lifehacks, PC optimieren und neue Funktionen. Da bin ich mal gespannt, was Herr Michael für uns mitgebracht hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zur Schulung und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr schön. Dann geht es auch direkt weiter mit dem Michael. Ich übergebe den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Hallo, hallo. Kann man mich hören? Und sehr sehen? Gut sogar. Das ist gut. Ich sehe nicht, aber dein Bildschirm. Ja, sehr gut. Also, schönen guten Abend. Wir machen heute wieder ein kleines Webinar. Wie im Eingang schon erwähnt, heute geht es um Neuigkeiten, ein bisschen PC-Performance tun wir optimieren und dann schauen wir uns einige Lifehacks an und einige Fragen und Antworten, die ihr mir zugeschickt habt, die versuche ich besten Wissens und Gewissen zu beantworten. Und ja, so wie es bei mir halt immer ist in den Webinaren, es wird wahrscheinlich Rand eben voll sein mit Content und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ja. Wenn ihr meinen Schirm seht, dann werde ich gleich mal mit den Neuigkeiten anfangen und einen Chart hierher schieben. Wie man hier sehen kann, haben wir nun in Attas implementiert in die Programmierung. Es ist jetzt möglich für Moving Averages, also für EMAs und SMAs, aber auch für den VWAP, das so darzustellen, dass wenn der Wert positiv ist, hat es eine Farbe, die man definieren kann. Und wenn der Wert negativ ist, hat es eine andere Farbe. Das ist zwar nur ein kleines Feature, aber uns ist es jetzt möglich, eben die Farben zu definieren, dass eben die Moving Average nicht durchgehend rot ist, sondern man kann das jetzt optisch ein wenig aufhübschen, damit man gleich sieht, ist die positiv, negativ oder wann wird sie positiv und negativ. Ja, das macht dann bei solchen kleinen Anstiegen, wenn man ein Trend ist, macht es sehr gut Sinn, dass das optisch besser sichtbar wird. Ist ein kleines Ding, ja, aber ist nett. Kunde hat sich das gewünscht und wir haben natürlich reagiert. Das Gleiche finden wir auch im VWAP. Ja, der kann jetzt auch dargestellt werden. Die Farben können Sie ja frei definieren, wenn er positiv ist und wenn er negativ ist. Ja, also da haben wir jetzt eine Zweifärbigkeit und wenn wir andere Indikatoren finden, wo das Sinn macht, dann werden wir das natürlich dort auch implementieren. Den einen oder anderen ist es wahrscheinlich schon ins Auge gestochen. Wir haben links ein neues Menü. Wir haben links ein neues Menü und das ist auch frei editierbar. Wir können jetzt direkt aus dem linken Menü die Zeichenobjekte auswählen und aber auch editieren und anpassen, wie wir das möchten. Ja, ich kann mir hier eben ausblenden, einblenden, was ich im Menü haben möchte. Und somit kann ich mir selbst mein eigenes ganz persönliches Toolset zusammenrichten an Zeichenwerkzeugen. Ja, der eine braucht eben Label-Textwerkzeuge nicht so, der braucht halt das, was er für den täglichen Gebrauch hat. Und das kann man sich quasi hier in die Leiste rein knallen und editieren, wie man es haben möchte. Ja, das ist auch eine kleine Erneuerung, was das Leben und Arbeiten mit Attas erleichtern sollte. Was haben wir noch? Auf das haben einige gewartet und das ist jetzt endlich fertig. Einige von euch kennen es, einige von euch warten schon hart drauf. Wir haben endlich mit dem, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, Erfinder der Bionic Candle diesen Indikator fertig gemacht. Hierzu kommen aber einige Videos, Blog-Einträge, wie man das genau verwendet. Das ist eine ganz interessante Sache, weil diese Candle-Darstellung im Prinzip die Bewegung der Dochte noch einmal mit reinnimmt und verschiedene Auswertungen dazu liefert. Also wir haben da, wenn die Pullbacks in einem bullischen Candle ist, ja, wenn sie stark ist, wenn sie weniger stark ist, ob der Doji vom Negativen kommt oder vom Positiven kommt. Also das ist recht interessant. Vielleicht füllen wir auch ein ganzes Webinar mit dem netten Herrn, der was den Indikator entwickelt hat, weil es ist sehr umfangreich, wie man damit arbeiten kann. Das ist beim nächsten Update für euch dabei.
Und ja, soweit zu dem Thema. Also die Bionic Candle ist fertig soweit. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Kleinigkeit drinnen. Das Ganze, was den Fullscreen-Modus betrifft. Wir haben ja den Fullscreen-Modus vor kurzem implementiert und es hat natürlich nicht lange gedauert, dass wir Verbesserungsvorschläge diesbezüglich bekommen haben und wir haben natürlich auch gleich reagiert und haben das reingemacht. Es ist jetzt im Gegensatz zu früher im Fullscreen-Modus komplett möglich, eben diese Leisten zu editieren, die man hier im Fullscreen-Modus haben möchte. Aber auch die Zeichenobjekte. Also man kann jetzt auch den Timeframe ändern, das Instrument ändern, alles im Fullscreen-Modus, ohne dass man diesen Modus verlassen muss. Ja, mit Escape kommt man aus dem Fullscreen-Modus raus und hier kann man eben diese Menüleiste für den Fullscreen-Modus anpassen, je nachdem, was man braucht. Das war es mal zum Ersten. Was ganz interessant ist, und da gebe ich euch ein bisschen einen Einblick, was bei Atlas noch alles so passiert. Ich zeige euch jetzt ein Screen beziehungsweise die Webseite von eurer persönlichen Bereich, von eurem persönlichen Bereich auf der Atlas-Webseite. Und hier seht ihr auf der linken Seite gibt es einen neuen Punkt, der heißt meine Screenshots. Das heißt, wenn ich in Atlas hergehe und sage, ich mache hier einen Screenshot, dann lädt er hoch. Und dieser Screenshot ist instant in eurer Galerie. Was hat das zu bedeuten? Das ist erstens einmal gut für euer Trading-Tagebuch und zweitens ist es genau der Anfang von dem. Ja, also wir versuchen das Ganze für euch in eine Art Trading-Tagebuch reinzuarbeiten, wo ihr dann eure Trades im Prinzip direkt in der Plattform dokumentieren könnt und die habt ihr dann aber auch in eurem persönlichen Bereich zur Verfügung. Ihr könnt hier die Links sharen mit Freunden, ihr könnt die rauslöschen. In Zukunft wird es auch möglich sein, die in allen möglichen Plattformen zu teilen, die zu archivieren, die zu gruppieren, die, also was ihr wirklich dann euch was zusammenbauen könnt, wo ihr dann im Nachhinein schauen könnt, aha, das war damals so, das war damals so. Wir haben auch Ideen, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn ihr Trades macht, ja, dass die automatisch via Fotos dokumentiert werden. Ja, das ist fürs Trading-Tagebuch natürlich eine gute Erleichterung und das soll für euch alles vollautomatisch laufen. Und das, ich sage es jetzt, es ist noch kein Service, jetzt ist es nur ein Feature, aber wenn das alles einmal fertig ist und rund läuft, der ganze Service ist natürlich für euch kostenfrei dabei. Ja, das heißt, es wird dann im Prinzip so ein wie ein Trading-Tagebuch werden, wo ihr dann Performance-Kurven ändern könnt und was der Teufel was euch. Also da kann man dann richtig, richtig gute Sachen auf euch zu. Was ist noch neu? Und dann sind wir eh gleich fertig. Im Smart Dome ist auch von einem Kunden gekommen ein sehr guter Vorschlag. Und zwar arbeiten viele von euch mit Depth Changes. Das heißt, ihr lasst euch anzeigen, wie die Änderung auf der Bid- und der Ask-Seite in Echtzeit vonstatten geht. Ich möchte hier nur kurz anreißen, das Ganze. Ich füge das hier hinzu, Depth Changes. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze als Histogramm zeigen zu können. Ich tue mal alle anderen Sachen weg, dass wir uns leichter tun. Dass es ein bisschen größer wird für euch. Man sieht es jetzt schlecht. So, wir haben immer das Problem unter Anführungszeichen gehabt, dass sich natürlich diese Werte hier relativ schnell ändern. Und ich habe da natürlich jede Menge an Zahlen. Und das menschliche Gehirn kann das zum Teil oder zum großen Teil nicht mehr richtig wahrnehmen, wenn sich hier was ändert. Und deswegen haben wir hier im Prinzip drüber gelegt, das Ganze als Diagramm. So seht ihr. Sofern ich das Flash ausschalte, also das Blinken, das braucht man nicht. So. Jetzt sehen wir natürlich sofort, auf welchem Level viel abgezogen oder drauf gepackt wird. Ja. Und das erleichtert es einfach optisch schon, dass man nicht, wenn man den ganzen Tag auf Zahlen schaut, das ist anstrengend, ja. Und so ist es dann doch einfacher. Da sehen wir sofort, dass auf diesem Level 215 draufgepackt worden sind. Ja. Das Ganze lässt sich natürlich auch filtern und resetten. Ja. Und ihr seht sofort, welche Levels bestückt werden und welche Levels abgezogen werden, ohne dass ihr dauernd auf die Zahlen schauen müsst. Noch was am Rande.
Umso mehr Fragen, dass ihr heute stellt, ja, umso mehr bin ich geneigt zu überziehen. wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Dingen, andere Fragen, bitte. Ja, für das bin ich da. Das war zum Thema Smart Home. Ganz wichtig für euch, ich starte kurz das Market Replay. Ich werde es jetzt nicht anstarten, aber es war auch, also wir haben das Market Replay implementiert. Kurz später sind schon die Verbesserungswünsche gekommen. Und wir haben jetzt im Market Replay nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit zu wählen, wann das ganze Ding starten sollte. Wir haben es bis dato so gehabt, dass eben für das Market Replay mal gesagt vom 6. bis 7., dann ist der ganze Tag abgelaufen. So, jetzt sind es natürlich bei einigen so, die handeln nur Vormittagssession, die handeln nur die US-Session, manche möchten jetzt nur das Open testen und probieren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass man Uhrzeiten definiert, wann das Ganze ablaufen soll. Ja, das ist jetzt einmal zum Market Replay. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir das jetzt drinnen haben. Was ihr nicht seht, was aber passiert ist im Hintergrund, ist, dass Atlas Version 6 ist jetzt quasi auf das Netz 7 Framework. Also wir haben das Ganze, was drunter liegt an der Programmierung, an der Core, an die ganzen Schnittstellen, hat einen Versionssprung gemacht. Ja. Das hat erstens mit den zukünftigen Features zu tun, die kommen werden, hat aber auch damit zu tun, dass natürlich es wird das Ganze performanter und schneller in Zukunft. Ja, da sind wir natürlich auch immer dahinter, dass da was passiert. Gut, das waren jetzt, glaube ich, alle Neuigkeiten, die vom vorigen Webinar bis zum heutigen Webinar so stattgefunden haben. Die neue Heatmap, also den neuen Dome-Levels, kann ich euch leider noch nicht zeigen, der ist noch nicht so weit, aber ich denke, bis zum nächsten Mal wird der auch zum Herzeigen sein. Und auf den freue ich mich natürlich schon besonders. Gehen wir weiter zum Thema der PC-Performance. Nachdem ich ja den deutschsprachigen Support und die Mitarbeiter, die ich da habe, überhaupt kriege ich natürlich sehr viel mit, was supporttechnisch da an Anfragen kommen. Die PC-Performance wird dann relevant, wenn ich einen Rechner habe, der 2, 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, ja, wenn das Ganze ein wenig müder wird. Ich für meinen Teil, ich habe einen relativ schnellen Computer, aber ich mache das trotzdem. Und unter Umständen wird der eine oder andere jetzt mitmachen und wird sich das einmal anschauen, was bei ihm zu Hause am PC oder am Laptop, das ist ja oft noch schlimmer unter Anführungszeichen, los ist. Wenn in dem Windows-Icon in eurer Taskliste unten gibt es ein Suchenfeld und wenn ihr hier reingeht und Energieoptionen bzw. Energiesparplan auswählt, dann ist oft interessant, und bei vielen ist es wirklich interessant, was da bei euch Windows standardmäßig eingestellt ist. Meistens ist es ausbalanciert, es wird auch empfohlen. Ja. Ich habe eine Software drauf, die hat jetzt einen Spezialmodus drin, aber die meisten von euch können von ausbalanciert auf Höchstleistung gehen. Ich habe keine Lust, obwohl es unter Umständen politisch gewollt ist, Energie zu sparen. Ich möchte, wenn ich einen schnellen Rechner habe, diesen auch schnell verwenden. Ich kaufe mir auch kein Porsche, damit ich dann einen 20er durch die Gegend ducke. Ja, also meistens steht es bei euch bei ausbalanciert oder auf Energiesparmodus. Was heißt das? Das heißt, dass die Taktfrequenz eures Rechners runtergeht, dass der Standby-Takt auch herunter ist und das braucht man nicht. Ja, das ist unnötig, weil wir möchten hier Performance haben. Das heißt, wenn es euch möglich ist, stellt es auf Höchstleistung um. Ja? Wenn es nicht möglich ist, dann habt ihr irgendeine Verwaltungssoftware drauf, dann müsst ihr googeln. Es muss normalerweise Standard-Windows-mäßig möglich sein, den ganzen Rechner auf Höchstleistung zu stellen. Das betrifft jetzt einmal das Grundding. Ja? Dann haben wir natürlich auch, und das hat auch jeder, der schon ein neueres Windows hat, da gibt es sowas, das heißt Spielemodus. Finde ich da nicht, muss ich wieder auf die Suchleiste und dann gehe ich schnell auf den Spielemodus. Das Ganze schaut dann so aus. Kleiner Moment. Spielemodus. Wenn ihr euren Computer nicht zum Spielen nehmt, schaltet diesen Spielemodus aus. Das gleiche mit den Aufzeichnungen, der im Hintergrund aufzeichnet, ausschalten, braucht keiner. Gamebar, ausschalten,
braucht keiner. Das sind alles Dinge, die in Windows standardmäßig eingeschalten sind. Die kosten euch Performance. Die kosten wirklich Performance. Und das hat jetzt nicht nur was mit Atlas zu tun, sondern allgemein. Ja, ich möchte ja, wenn ich einen neuen, schnellen Computer habe, ich möchte, dass der gut läuft. Ja. Und wir sind dann gleich fertig mit dieser ganzen Performance-Geschichte. Es gibt noch was, was ganz wichtig ist. Für jeden von euch, der eine Nvidia-Grafikkarte hat, da habt ihr ja rechts unten Einstellungen. Das heißt, das Ding heißt Nvidia-Einstellungen. Das habt ihr rechts unten neben der Uhr, sofern ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Und es ist auch lustig, auch hier dasselbe. Hier haben wir auch in den Einstellungen den Energieverwaltungsmodus. Der ist standardmäßig auf normal und man kann dann auswählen, maximale Leistung bevorzugen. Ja, natürlich, wenn ich eine teure Grafikkarte drinnen habe, die was kann, möchte ich die maximale Leistung bevorzugen und nicht Strom sparen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ihr dann euren Computer als Heizung verwenden könnt, wenn ihr das alles umstellt. Er wird schon ein paar Watt mehr brauchen, aber ihr habt dann die Leistung, für die ihr bezahlt habt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Bei AMD-Grafikkarten bin ich mir sicher, gibt es in den Einstellungen bestimmt auch so etwas Ähnliches. Es ist mir bis heute nicht wirklich, ich verstehe es bis heute nicht, warum das alles so ist, wie es ist. Unter Umständen hat es damit zu tun, dass es gewisse Zertifikate oder sonstiges gibt, wenn Hardware besonders energiesparend ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Und das nächste, das was gleich an die Grafikkarte ran kommt, ist hier in den ATAS-Einstellungen, habt ihr erweiterte Einstellungen. Hier könnt ihr nicht nur die Markttiefe limitieren. Ja, wenn sie auf 0 gestellt ist, ist sie offen. Oder limitieren, oder wenn ihr nur 100 Levels braucht, das ist dann auch wieder was, wenn ihr einen alten Computer habt, der was das einfach nicht mehr packt, dann muss ich hier ein bisschen gegensteuern, dann kann ich das machen. Ich kann hier, wenn ich mehrere Grafikkarten habe, mir direkt die Grafikkarte, die stärkere, auswählen und auf OK drücken und dann weiß Atlas, dass es jedenfalls die stärkere Grafikkarte verwendet. Grundsätzlich kann Atlas das alleine. Atlas misst im Prinzip den Videoram, der was auf eurer Grafikkarte drauf ist und verwendet den mit dem größeren Videoram. Problematisch ist, wenn ihr eine alte Grafikkarte habt mit mehr Videoram als wie die neue, obwohl die neue schneller ist, dann wird Atlas die alte nehmen. Ja, deswegen schaut da rein und nehmt euch einfach die schnellste Karte. Den Render-Typ bitte nicht umschalten. Ja. OpenGL ist für euch noch nicht wirklich wichtig. Das kommt in Zukunft. Wir arbeiten daran, dass wir einen neuen Renderer implementieren, der auch Linux und macOS nativ kann. Ihr habt grundsätzlich GDI und Direct2D. GDI, da macht die CPU die Arbeit und bei Direct2D, und das ist das, was wir möchten, macht die Grafikkarte die Arbeit. Ja. Das heißt, der Computer teilt sich im Prinzip die Arbeit vom Charting und alles mit der CPU auf. Macht bessere Performance. Das war es im Prinzip schon mit der Grafikkarte und mit den Energieeinstellungen. Und jetzt ist es ganz wichtig für diejenigen, die ältere Rechner haben, den Workspace, die Anzahl der Charts und die Anzahl der Historie muss man an seinem Rechner anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt einen 5 Jahre alten Computer habe mit 8 GB RAM und was weiß ich, 2,5 GHz Leistung, dann kann ich nicht 20, 30 Charts aufmachen mit einer Historie von jeweils 1000 Tagen. Also habt das alles immer im Blick. Ja? Also wenn ich kann hier 1000 Tage reingeben, schaut hin und wieder in eure Charts, was ist an Historie eingestellt, brauche ich am Minutenchart 100 Tage Historie, wäre nicht brauchen, ja, reichen einige Tage auch. Und wenn ich Research mache, dann kann ich das natürlich später dann umstellen. Also das sind jetzt einmal die groben Tipps, die ich euch mitgeben kann, damit man auch mit älteren Rechnern Atlas verwenden kann. Gibt es dazu Fragen? Läuft laut und deutlich. Sehr gut. Keine Fragen. Passt, dann lassen wir das mal mit der PC-Performance. Also das wollte ich mitgeben. Da kann sicher jeder von euch nachschauen und ein paar Prozent aus dem Rechner rausholen. Auch die neuen brauchen nicht auf Energiesparen laufen. Gut, dann fangen wir an mit den Lifehacks. Da komme ich schon einmal zum ersten kleinen Indikator, den wir haben. Und alle diese Lifehacks sind jetzt
aus Kundengesprächen hervorkommt. Ich habe mich angeschrieben und gefragt, wie geht das, wie kann man das machen? Und die haben das ein bisschen zusammengeschrieben und haben gedacht, ich lasse euch teilhaben. Der wollte wissen, wie kann ich mir einzeichnen einen gewissen Abstand? Ja, und da gibt es den Indikator, der heißt Round Numbers. Und einige von euch, weiß ich, arbeiten damit. Da kann man im Prinzip die Ticks einstellen, den Abstand, wo der immer wieder eine neue Linie zieht. Ja, und das ist sehr interessant am S&P 500 zum Beispiel, wenn ich sage 400, dann habe ich im Normalfall genau jeden 100er Schritt habe ich hier eine Linie drinnen. Und damit man das nicht aus dem Blick verliert und schön drinnen hat, kann man sich das eben einzeichnen lassen. Da gibt es ja auch die Optionslevels und so weiter und so fort. Und da kann man sich das einzeichnen. Das wäre der erste kleine Lifehack, den es gibt. Ich hau diese Indikatoren raus und komme gleich zum zweiten kleinen Lifehack. Ich glaube, das war sogar gestern oder heute früh, hat mich ein Kunde gefragt, er hat jetzt hier den Volumenindikator, den machen wir mal auf. Und dem geht es am Geist, dass er alle Volumen sieht. Dann habe ich gesagt, naja, du kannst ja die Volumen filtern. Das machen wir jetzt mal. Jetzt filtern wir diesen Volumenindikator. Das heißt, wir schalten hier im Prinzip den Filter ein und setzen einen Wert. Dieser Wert sind die Minimalvolumen, wo eben was angezeigt wird. Also jetzt werden Candles angezeigt bzw. Volumen angezeigt, in derer Candle mehr wie 100.000 verarbeitet worden sind. Jetzt hat er gesagt, ja, das ist schön und gut, aber ich brauche das andere nicht. Das möchte ich gar nicht sehen. Dann habe ich gesagt, naja, grundsätzlich haben wir so eine Funktion nicht. Ja, aber man kann sich in Atlas immer mit Lifehacks helfen. Das werden wir heute noch zwei, dreimal sehen. Es gibt die Möglichkeit, dass wir ganz einfach die positiven und die negativen Candles auf transparent schalten. Und nur der Filter bleibt über. Der ist ja hier im Prinzip mit der Filterfarbe definiert. Den können wir dann von mir aus auch auf gelb machen. Und wir haben noch die neutralen. Das heißt, wo wir keine Bewegung gehabt haben, die schalten wir auch auf transparent. Und voilà. Wir haben jetzt im Prinzip einen Volumenindikator gefiltert, der mir nur hier die Candles markiert, die über 100.000 sind. Und so kann man das machen, ohne dass man im Prinzip jetzt einen neuen Indikator entwickeln muss, schreiben lassen muss. Oder also das ist zum Beispiel mit der Transparenz kann man in Atlas sehr viel machen. Ja. Die zweite Frage, die gekommen ist, und die kann ich euch nicht am Chart zeigen, aber nur schnell umreißen. Ich habe hier einen Kunden, der hat eine Portfoliogruppe und handelt 3, 4, 5 Accounts. Und der hat das Problem gehabt, dass der Orders eingegangen ist und die haben sie natürlich alle auf allen Charts aufgemacht. Und beim Schließen hat er auf einmal in einem Account offene Positionen, von der er nichts weiß. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Der Kunde setzt Limit Orders in den Markt und ist aber nicht an allen Accounts abgeholt worden und schickt dann über die Portfolio-Gruppe raus, dass er die Position schließt. Und in dem Chart, wo der nicht abgeholt worden ist, macht er natürlich Positionen auf, weil da ist nichts zum Schließen. Ein Schließen von einer Position ist ja immer eine verkehrte Position. Also passt bitte auf in der Portfolio-Gruppe, dass ihr alle Accounts im Blick habt, was dort passiert. Ja. Die zweite Frage war auch der Continuous-Kontrakt, den was wir haben. Also wir haben ja in Atlas die Möglichkeit, dass wir, gehen wir mal auf die ganzen Futures, dann nehmen wir halt einfach einmal den S&P 500. Da haben wir ja die ganzen Einzelkontrakte drinnen. Und für unsere Kunden stellen wir auch einen Continuous-Kontrakt zur Verfügung, wo diese ganzen Einzelkontrakte, die alten, aneinandergereiht werden. Und es gibt ja einen Tag, wo der Kontrakt ausläuft und dann einen Tag, wo der nächste Kontrakt anfängt. Ich weiß es nicht, aber bei FX Flat kannst du auch während dieser Rollperiode, glaube ich, nicht mehr handeln. Bin immer nicht sicher, aber es glaube ich, dass das nicht möglich ist. Es ist bei den meisten jedenfalls nicht möglich. Ja, und der hat mir geschrieben, ja, der Kontrakt, der rollt entweder zu früh oder zu spät in den Continuous. Das heißt, wenn ich den Continuous aufmache, der ist jetzt offen, die Rollung in den nächsten Kontrakt passiert entweder zu früh oder zu spät. Und die Antwort ist ganz einfach. Die Rollung in dem Continuous-Kontrakt, also dass ihr den letzten Kontrakt seht, der ist nicht relevant, wann der Kontrakt
ausläuft. Das ist dann der späteste Zeitpunkt, wo Atlas wechselt. Atlas wechselt dann in den neuen Kontrakt hier bei der Ansicht rüber, wenn im Folgekontrakt mehr Volumen auf Tagesschlussbasis gedreht wird wie im alten Kontrakt. Ja, was ja auch absolut Sinn macht. Ich möchte hier im Prinzip immer den aktuellen und den stärksten Kontrakt sehen, der gedreht wird. Und nur weil der erst übermorgen ausläuft, heißt das nicht, dass schon im neuen Kontrakt nicht mehr Volumen ist als wie im alten. Ihr könnt es gut beobachten, dass zum Kontraktschluss hin das Volumen immer mehr abnimmt und im nächsten Kontrakt das Volumen immer mehr zunimmt. Und wenn die Schnittmenge eben überschritten ist, bevor die Rollung perfekt da ist, ja, also der Last Trading Day, dann wechselt das automatisch für euch rüber. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was das betrifft. Eine andere Frage hier auch, mehrere Datenfeeds und Accounts verwenden. Ja, ist natürlich möglich. Ihr könnt zig verschiedene Datenfeeds und Accounts verwenden. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr verschiedene Datenfeed-Provider habt, die euch Daten liefern, dass ihr nur einen die Daten liefern lasst und die anderen nur der Account verbunden ist. Das heißt, ihr könnt hier bei liefert Marktdaten, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel jetzt in FX Flat handeln und möchte irgendwo einen anderen Datenfeed haben, dann mache ich bei FX Flat im Prinzip liefert Marktdaten weg und mache woanders, der, was mir dann die Daten liefert, den Datenfeed dazu. Ihr dürft nur nicht Datenfeeds mischen. Das heißt, wenn ihr drei Anbieter habt, alle drei liefern euch die CME oder die Eurex und ihr knallt alle drei da rein, dann habt ihr das dreifache Volumen drinnen. Dann verarbeitet Atlas alle drei. Das kann das, aber es macht keinen Sinn. Ja, das heißt, bei liefert Marktdaten könnt ihr die Accounts verbinden, aber die Marktdaten zu den Accounts wegschalten. Ganz wichtig. Was habe ich mir noch aufgeschrieben hier? Ach, ganz einfach auch. Atlas hat ja diesen Atlas SIM Account dabei. Das heißt, wo ist er denn? Atlas SIM. Ihr könnt in das Atlas SIM Konto, das sind diese Konten hier, dauerhaft Demo traden. Ja, mit echten Future-Daten. Und natürlich kommt es beim Üben und beim kommt dann irgendwann einmal der Zeitpunkt, dass das Konto auf Null ist. Ja. Und ihr könnt es selbstständig resetten. Ihr macht es einfach Reset-Account auf das Atlas-SIM-Konto, dann fragt er dich einmal und dann ist der Account wieder mit 100.000 bestückt zum Trainieren und zum Lernen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst, weil manche sagen, ja, ich habe aufgehört, weil mein Account ist leer. Ihr habt es denn dauerhaft. Ja. Hier ist auch einer, den können wir jetzt resetten, zack, und der steht wieder bei 100.000 und ihr könnt es wieder, diesen nicht, aber diesen, ihr könnt es dann wieder machen, was ihr wollt. Ja. Läuft dann wieder. Und das euer Demo-Account, das ist wichtig und dann bin ich schon fertig mit dem Atlas SIM, dass ihr in eurer Statistik hier, wenn ihr den Trade geschlossen habt, die Kommissionen auch mitberechnet kriegt, könnt ihr für eine gute Simulation in den Punkt Kommissionen gehen. Dann schaut ihr nach, wie hoch die Kommissionen bei eurem Broker sind. Und dann könnt ihr die hier pro Instrument, ihr könnt es dann auch suchen, die Kommissionen eingeben für den Roundturn. Und dann habt ihr beim Üben auch die Kommissionen berücksichtigt in eurer Statistik. Gibt es zu dem ganzen Block Fragen? Schaut gut aus, keine Fragen. Kann ich gut erklären, schaut aus. Sehr, sehr gut. Definitiv. Ja, ich packe wieder rein, alles was geht. Gut, dann haben wir noch die Frage gehabt, Smart Dome. Haben wir die Frage gehabt für den Smart Dome, wie kann ich mir den anpassen? Ja. Und da möchte ich euch schnell ein kleines Beispiel zeigen. Gehen wir mal hier rein, nehmen wir diesen raus. Ich hoffe, das geht bei mir in der Alpha. Das ist alles nicht so, aber grundsätzlich ja. So, gut, wir haben ein Smart Home und dann sagen oft Kunden, sie möchten sowas auch bauen oder ich bin jetzt da irgendwie rot-grün blind und das passt alles nicht. Wie man das alles verändern da drin ist, wissen wir eh. Ja, also man geht im Prinzip in die Settings und da können wir alle Farben und so auf Gelb und was der Teufel. Also wir können da wirklich jeden Button, jede Farbe, jede Schriftgröße, jede Schriftart, der ist ja frei konfigurierbar. Wir haben aber auch diesen Bereich hier. Und wenn du die rechte Maustaste nimmst und in den Design-Modus gehst,
hast du hier alle möglichen Elemente versteckt. Ja. Und du hast hier auch die Buttons, die du nicht nur verschieben kannst, du kannst ja hier auch zum Beispiel sagen, oh, die Buttonfarbe, die gefällt mir gar nicht, ich möchte das jetzt schreiend violett haben. Ja. Dann kannst du das natürlich machen. Und dann geht man auf den Designmodus raus und dann hat man im Prinzip, man kann sich Funktionen setzen, man kann sich das Ganze anpassen und designen, wie man möchte. Ja, und wenn einer sagt, 1, 2, 3, 5, 7, 10 Kontrakte sind zu wenig in der Vorauswahl, die ich da habe, dann gehe ich in den Designmodus rein und dann kann ich mir das natürlich einstellen. Ne? Dann ist das alles da. Also wer will, kann sich das im Prinzip den Dom komplett selbst designen. Ja, wir haben das Frühjahrszeiten auch hier im Chart Trader gehabt, also hier auf der rechten Seite. Aber nachdem wir hier was vorhaben und hier Features dazukommen, haben wir das dabei einmal abgeschalten. Ja, hier wird sich ein bisschen was ändern, ein bisschen was dazukommen mit der Zeit. Das zum Designmodus. Die Frage haben wir jetzt schon das dritte Mal im Webinar gehabt und ich bin gern bereit, das auch das dritte Mal durchzugehen mit euch. Es ist, ich glaube, heute oder gestern wiedergekommen und haben wir gedacht, ich mache es noch einmal. Einige von euch, die es schon können, die werden sagen, nicht schon wieder, aber es muss halt sein. Und es geht um die Heatmap. Ich weiß nicht, ob das an Atlas liegt, dass es nicht so intuitiv ist, wie es sein sollte. Aber wir machen jetzt zusammen eine Heatmap und dazu machen wir es komplett von Anfang an. Dann könnt ihr mitmachen. Und zwar, wir machen einen ganz normalen Standardchart im S&P 500 auf. Und ich baue jetzt mit euch in einigen Minuten die Heatmap so, wie ich sie mir selber baue. Und ihr werdet sehen, da ist nichts dabei. Zuerst schmeiße ich alles raus, was wir nicht brauchen. Noch etwas, wenn ihr einen neuen Chart aufmacht und ihr seid mit diesem Template, das hier hinterlegt ist, nicht zufrieden. Ihr könnt in euren Templates, wenn ihr eines habt, ja, könnt ihr das als Default speichern. Ja. Das war früher so, dass man die Datei als Default abgespeichert hat und die Datei überschrieben hat. Ihr kriegt hier aber in Zukunft, ich schaue nur, ob es schon drinnen ist. Ist noch Defaults. So, es ist sogar schon hier implementiert. Ihr könnt hier im Prinzip eure Templates als Default setzen. Dann wird dieses Template beim Öffnen des Charts automatisch erstellt. Ja, also den weißen Chart, den Sie hier gesehen habt, der was Default bei Atlas eingestellt ist, den könnt ihr auch editieren. Dann braucht es nicht immer alles für, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Schwarz arbeitet oder so, braucht es nicht immer alles umstellen. Dann richte ich mir das einmal her und jeder Chart wird dann so, wie ich mir den eingerichtet habe. Grundsätzlich für die Heatmap brauchen wir einen Sekundenchart. Das ist zurzeit das kleinste, wo wir in Atlas runter können. Das wird sich in Zukunft auch ändern. Also wir brauchen einen Sekundenchart. Und dieser Sekundenchart muss sein ein Linienchart. So. Dann haben wir mal für die Heatmap zurzeit das kleinste, was geht von der Auflösung her. Wir möchten runter auf 250 Millisekunden. Dann schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Dann möchte ich, dass das optisch meinen Wünschen entspricht. Da ist jeder von euch anders. Aber ich gehe rein, ich mache mal die Linien weg. Vertikale, horizontale Linien. Und den Hintergrund mache ich auf Schwarz. So taugt mir das. Wenn wer will, der kann sich noch die Zeit und die Preisleiste auch einstellen in den Settings. Da haben wir im Prinzip dann aktueller Preishintergrund und aktueller Preisvordergrund. Dann machen wir, keine Ahnung, das ist die Schrift, die lassen wir so. Achsenhintergrundfarbe machen wir jetzt von mir aus dunkelgrau und die Textfarbe machen wir weiß. Also auch hier könnt ihr das frei editieren, wie ihr das möchtet. Und dann haben wir mal den nackten Chart ohne die Heatmap. Ja. Um die Heatmap hinzuzufügen, ist es ein Indikator, der heißt bei uns Dome Levels. Und der ist drin. Und jetzt fängt es bei den meisten schon an, problematisch zu werden. Dieser Indikator, dazu machen wir die Depth of Market auch noch, damit wir die Markttiefe sehen. Die editieren wir dann.
Dieser Indikator macht nichts anderes, als euch im Prinzip das abzutragen, was in der Markttiefe gerade passiert. Ob da weniger wird, ob mehr wird, je nachdem, was eingestellt wird, wird die Farbe stärker oder weniger stark. Jetzt ist es aber so, wir sind jetzt am S&P 500 und wenn ich diesen Indikator, das mache ich jetzt ganz schnell einmal, nur für euch, ich klone das schnell, blende schnell alles aus. So, zack, zack. Wir gehen jetzt geschwind auf den Nasdaq oder aufs Gold, ist egal. So, Gold. Wir sind hier am Gold, ich blende jetzt das wieder ein. So. Wir haben hier Dome Levels und den markttiefen Indikator. Also wir sehen, was markttiefe da ist, aber der tut nichts. Das Problem ist, dass dieser Dome Levels Indikator einen Default-Wert als Filter braucht und der ist hier auf 100 gestellt. Und ihr seht jetzt in der Tiefe, da sind 15 Stücke drin, 25 Stücke drin und so weiter. Der kann nichts mitschreiben, weil einfach der Filter zu hoch ist. Dazu machen wir den Filter runter und er fängt an zum Mitschreiben. Was ich damit sagen möchte, ist, ihr müsst natürlich für jedes Instrument die richtige Filtergröße finden. Wir können natürlich für euch irgendwie einen automatischen Wert ermitteln und das für euch immer automatisch einstellen, hat aber den großen Nachteil, dann seid ihr nicht mehr so flexibel. Ja, weil es kann ja natürlich auch sein, dass wer von euch das so einstellen möchte und sagt, es ist mir im Prinzip, ich kenne das Instrument jetzt, ich kenne Gold jetzt sehr gut und mir ist es pups, schnurz, egal, was unter 20 passiert. Dann stelle ich mir den Verhaus aus schon einmal auf 20 und er wird mir hier nur mehr die 25 einzeichnen. Ja, und das ist was, das möchten wir euch eigentlich, eigentlich belassen, weil was kann ich denn auch machen mit dieser Heatmap? Da kann ich mal wieder ein Lifehack basteln und kann sagen, okay, ich arbeite eigentlich grundsätzlich, arbeite ich am 5-Minuten-Chart. Gut, und der 5-Minuten-Chart ist kein Linien-Chart, der ist jetzt ein Kerzen-Chart. Und dann schaut das Ganze so aus, dass ich mir natürlich auch am Kerzen-Chart Levels anzeigen lassen kann, wo extrem viel im Limitbuch drinnen ist. Ja, und das kann natürlich dann so ausschauen, dass ich hier zum Beispiel schon sehe, wenn das eine Zeit lang gelaufen ist, dass ich hier zum Beispiel schon sehe, wir kommen hier in einen Bereich, am 5-Minuten-Chart, da brauche ich dann keine Heatmap, in einem Bereich, wo viele Limits liegen. Ja? Und somit haben wir wieder einen Indikator zweckentfremdet und das ist eigentlich sehr gut. Ja? Das funktioniert eigentlich super gut. Und man kann sich eben hier die Filter setzen und deswegen möchten wir eigentlich flexibel bleiben mit dem Ganzen. Gehen wir zurück zum S&P 500 und unserer Heatmap, die was jetzt noch nicht wirklich gut ausschaut. Ja, mit dem kann man noch nicht arbeiten. Dann gehen wir in die Indikation rein und schauen wir uns einmal an, was wir machen können. Wir haben hier die Möglichkeit, das Schema zu ändern. Und ich möchte hohe Volumina rot haben. Das heißt, ich gehe da von dem ersten weg und nehme das zweite. Gut. Und was man noch sehen ist, hier ist der Filter auch auf 100. Er schreibt zwar alles mit, ja, weil ja viel mehr im Buch ist, aber wir haben überall die Lücken. Das heißt, das ist alles unter 100. Da gehen wir runter auf whatever, probieren wir es mit 20 und lassen wir kurz einmal rechnen. Und dann kriegt das Ganze schon ein Bild, aber ich bin absolut unzufrieden. Ja, muss man auch dazu sagen. Gefällt man noch gar nicht. Er schreibt es jetzt schon mit, die 232, die im Buch liegen auf der 4130, die macht er uns schon gelb. Ja, also wir sind eigentlich im Bilde, was jetzt passiert. Das ist die letzten 10 Jahre war. Ja, ich stehe mehr, und das ist ganz persönlich, ich stehe absolut mehr, wenn ich mir das als Proportionallinien anzeigen lassen kann. Das heißt, ich sehe jetzt nicht nur an der Farbe, wenn sich was ändert, ich sehe jetzt auch an der Dicke der Linie, ob das mehr oder weniger wird. So wie eine Audiokurve, würde ich es jetzt einmal sagen. Ja. Und das sehe ich sofort auch hier, wo es so passiert, sehe ich, es geht ein bisschen mehr, es kommt im Unter rein. Ich sehe hier sofort, das ist hoffentlich auch alle, zack, 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 die ist jetzt dumm. Also man kann schon einigermaßen was sehen. Ich hoffe, das kommt bei der Übertragung einigermaßen gut rüber. Was man hier natürlich auch hat, ist nicht so optimal. Die können wir uns auch einstellen.
gehen wir in die Chart-Settings rein und da haben wir die Preislinie und dann können wir uns die so anpassen, wie wir sie haben möchten. Ja. Die Preislinie und dann haben wir noch, ich muss es suchen, es tut mir leid, die Linienchart-Einstellung, die haben wir auch noch da. Ja, und ich möchte was sehen. So, wird schon besser, das Ganze. Jetzt haben wir einen Linienchart, wir sehen, was im Buch los ist. Und mit dem können wir schon einigermaßen gut arbeiten, mit dem Ganzen. Man kann sich natürlich dann, wenn es farblich nicht passt oder weh tut in die Augen, dann stellt man sich das ganz genau so ein, wie man es haben möchte. Ja, dann kann man sich noch diesen neuen Indikator von uns, den adaptiven, der ist aber noch nicht fertig, den adaptiven Big Trades dazu tun. Dann kriegen wir auch schon die super Information. Ja, was mit dem Limit passiert ist, ist das ab und so weiter und so fort. Und dann wird es schon interessanter. Und dann kann man das Ganze noch ein wenig nach vorne treiben, indem man noch ein paar Einstellungen macht und sagt, okay, wir haben jetzt die Tone Levels. Du kannst hier im Prinzip noch sowie Kontrast einstellen vor dem Ganzen. Ja, Helligkeit, Kontrast, kannst runterfahren. Dann stelle ich mir die Levels so ein, wie es mir passt. Natürlich muss ich im Auge behalten, was sind für mich große Levels und auf das stelle ich es ein. Dann haben wir noch Extend Lines. Und jetzt wird es super interessant. Ich habe die Möglichkeit natürlich, hier, das sind Vollfarbe-Änderungen und habe aber auch mittlerweile die Möglichkeit im Depth of Market Indikator, ich hoffe, das haben die Kollegen schon implementiert, ich bin gerade am Schauen, Levels, sag, dass das schon drinnen ist, bitte. Es schaut nicht so aus. Ich habe hier noch keine Heatmap drin. Ist bitter. Ist bitter. Ich kann hier diese ganze Death of Market Geschichte auch auf Heat Level schalten, also auf Heatmap schalten, dass ich die gleichen Farbsprünge habe. Wird in Kürze da sein. Wo ich mir noch helfen kann, damit es nicht so ausschaut, wie es ausschaut, da sind wir wieder dabei. Ich schalte das auf transparent. Ich schalte das auf transparent. Jetzt habe ich nur die Zahlen. Ja. Und wir schauen mal, dass man im Prinzip, ich glaube, das ist das Proportionsvolumen, right to left, left to right. So, dann kann ich es mir rüberholen. Kann dann auch noch den Abstand im Prinzip definieren, glaube ich, mit 200. 400, 450. So, und habe jetzt da im Prinzip wieder mal aus Indikatoren was anderes gebastelt. Ich sehe jetzt hier meine Zahlen dazu zur Ausfärbung und baue ich mir in etwa, also muss man dann auch noch das definieren, kann man da wieder zurückgehen. Ich baue ich mir im Prinzip meine Heatmap und ich habe absolut freie Hand, wie ich das Ganze mache. Ja. Also da kann man sich innerhalb von ein paar Minuten eine gute Sache bauen. So. So in etwa. Ich kann hier aber auch noch Filter setzen. Ja, das könnte ich dann auch noch machen. Dass ich im Prinzip sage, ich setze mir hier noch einen Filter und sage, alles was über 200 ist, jetzt habe ich da noch nichts, 200, lassen wir es komplett schreien, hier unten in grün, die 380. Filter setzen bei dem Ganzen. Und ich habe dann im Prinzip eine, mit der man arbeiten kann. Wird halt gerade von uns überarbeitet, in Zukunft, wenn ihr die Session schon vor euch habt. Ja. Habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr die Heatmap startet, dass ihr die ganze, ja, jetzt muss das mitschreiben, was passiert. Das heißt, wir haben hier gestartet, hier hat es noch keine Daten gegeben. Der Indikator wird reingeladen, er schreibt mit. Und in Zukunft wird aus dem Cache im Prinzip alles rausgeladen, was die Session betrifft und ihr habt es alle zum Ausgangspunkt. Gut, ich glaube, das war es jetzt einmal für die Heatmap und die Möglichkeiten, dass ihr da habt. Also wie gesagt, wenn ihr da euch ein bisschen spürt damit, das ist in ein paar Minuten eingerichtet und auch die Zweckentfremdung, ja, am 3-Minuten-Chart, das ist richtig, das müsst ihr probieren, wirklich, das am 5-Minuten-Chart von mir aus. Das müsst ihr einfach probieren, das ist richtig toll, ja, wo ich mir das dann im Prinzip in den Chart reinhabe, Kerzen habe. Das Ganze brauche ich hier nicht, ja.
Und dann ändere ich den Indikator ab, die Tom-Levels, und sage, ja, er schreibt mir jetzt alles mit, alles brauche ich nicht. Von mir aus ab 200, das kommt dann eben auf den Markt drauf an. Und er zeichnet mir dann wirklich rein. Und ich sehe dann auch im Nachhinein, und das ist das Tolle, ich sehe im Nachhinein dann, hey, da waren große Limits. Und dann kommen wir vielleicht in 2 Stunden wieder hin, dann liegen da wieder große Limits. Und dann wird es interessant, weil dann kann man an diesen Ecken und Enden kann man dann gut agieren, sage ich mal. Ja, du bist nicht komplett blind. Und das kann man sich immer im 5-Minuten-Chart legen. Und das finde ich persönlich mega. Ja, ist richtig toll. Eine andere Frage, ich weiß nicht, ob ihr diesen alten Cluster-Chart kennt. Wir sind jetzt wieder beim Lifehack und wir sind jetzt wieder beim leichten Umbau von einem Chart, damit. Ja, ich zeige es euch einfach, ja, was man so machen kann. Also wir haben hier einen normalen Chart und es gibt eine bestimmte Anzeige von Charttypen, die eine Konkurrenzsoftware hat. Und da haben uns ganz viele Leute angeschrieben, ja, warum hat Atlas das nicht? Ja, das hat es. Ihr braucht es nur machen. Ja, ja, wie? Und dann haben wir das eh schon als Template aufgelegt und ich zeige euch jetzt da, wie es ihr einen Cluster-Charts macht, mit ganz wenig Aufwand. Ja. Also. Aufpassen jetzt. Wir haben hier diesen Modus. Das ist ein Digitalhistogramm, das heißt, hier stehen im Prinzip die Volumina dabei. Und wir gehen wieder in die Settings rein und machen das einfach wieder unkenntlich. Ich möchte nämlich dieses ganze Zeug nicht sehen. Ja, was ich sehen möchte, ist Text. Jetzt habe ich im Prinzip Kerzen mit Text. Und das Maximalvolumen machen wir uns jetzt von mir aus in Rot, in Text. Und was ich nicht brauche, ist diese rote und grüne Bar hier. Ja, die brauche ich nicht. Und die kannst du im Prinzip auch ausschalten. Die kannst du zwar Ticker machen hier, aber wir brauchen sie gar nicht. So. Jetzt habe ich hier im Prinzip einen eigenen Charttyp, ich sage es unter Anführungszeichen, erschaffen. Und ich kann das noch weiterhauen. Ich schmeiße jetzt einen Indikator rein. Bevor wir das machen. Das machen wir am 1-Minuten-Chart. Und jetzt schmeißen wir einen Indikator rein und der heißt External Chart. Und dieser External Chart wird laufen auf 5 Minuten. Und wir haben sofort einen Box-Chart. Das heißt, wir sehen jetzt insgesamt 5-Minuten-Candles, sehen aber in diesen 5-Minuten-Candles auch die 1-Minuten-Candles. Ja. Das kann man natürlich auch füllen, man kann sich das herrichten, wie man möchte. Aber ich möchte euch so zeigen, wie es angefragt worden ist. Und ich habe dann damals wirklich probiert, das nachzubauen für diesen Kunden. So, und dann machen wir noch geschwind diesen hier und diesen hier. Und dann hat man im Prinzip einen Boxchart. Und das kann ich natürlich für 4-Stunden-Charts mit Stundeninhalten machen, wie ich möchte. Voll flexibel. Und dann ist er noch gekommen und hat gesagt, naja, er hätte jetzt aber gern bitte für alle 15 Minuten den POC. Da haben wir gedacht, na, wie machen wir das? Und dann muss man wieder einen Indikator zweckentfremden und das machen wir auch gemeinsam. Wir nehmen hier den TPO and Profile Indikator her und den stellen wir auf 15. So. Schaut so natürlich nichts gleich. Und abgesehen davon, der Kunde wollte nur den Bock haben. Na, wie bringe ich den Bock jetzt zusammen? Ich habe jetzt da, jede da drinnen ist eine Minute, jede Box ist 5 Minuten und das Profil geht über 3 Minuten, also jedes Mal 15 Minuten. Und dazu auch, und das ist das Schöne bei Atlas, du kannst hergehen und sagen, das Profil interessiert mich gar nicht. Das brauche ich nicht. Ja, das schalten wir weg. Okay, Profil schreibt man weg. Dann kannst du sagen, die Hintergrundfarbe, die interessiert mich auch nicht. Die schreibt man auch weg. Brauchen wir auch nicht. Okay, und dann bleibt übrig der Bock. Und dann sagen wir, Maximum Levels möchte der jetzt haben, was weiß ich, auf Violett, Lila, whatever. Also ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner von der Transparenz her. Und können wir noch die Value dazu einblenden und die ganze in Roche. So. Hey, jetzt schaut das Ganze schon wieder anders aus. Jetzt habe ich im Prinzip einen 15 Minuten Bock auf 3 5-Minuten-Kerzen und sehe den Inhalt von den 1-Minuten-Kerzen mit auch dem POC diesem Level. So kann man sich das als Indikatoren zusammenbauen
Und kann man sich natürlich, je nachdem, was man für Ansätze hat und für Analysemethoden, kann man sich das rausholen. Und wenn ich hier zum Beispiel auch noch möchte, dann kann ich sagen, okay, mit den Cluster-Einstellungen haben wir noch die Möglichkeit, dass wir Filter setzen. So, jetzt schaue ich da rein. Sag mal, machen wir 500 zum Herzeigen. Wir machen einen Filter dazu. Dieser Filter, was sollte er tun? Er sollte mir das anmalen, das ganze Ding. Ja? Und zwar am Volumen 500. Und der Hintergrund soll sein rot und der Vordergrund soll sein weiß. Ja, ist nicht wirklich schön. Gell? Machen wir es anders. Machen wir den Text rot und den Hintergrund weiß, schon ob es so schöner wird. Ach, das schaut, macht euch dann im Prinzip eine Einstellung, die euch passt. Ihr könnt hier im Prinzip dann das möchte ich euch zeigen, ihr könnt hier auch nochmal filtern Einzelwerte in den ganzen machen. Und somit ist das erledigt. Die Möglichkeit wäre, das Ganze nicht über die normalen Filter zu machen, hier in den Settings, Cluster-Einstellungen filtern. Man kann ja das Ganze dann noch weiter spinnen, das können wir noch von mir aus zusammen machen. Und ich lade mir hier im Prinzip einen Cluster-Search rein. Ja. Cluster-Search. Haben einen Cluster-Search, was sollte er tun? Ich sage, das sollte jetzt einmal für die 10 Tage Lookback machen. Und ihr seht schon, hier hat er einen Wert gefunden von den Default-Werten, die vorgegeben sind. Und ich kann dann sagen, Cluster-Search, meine Minimum-Value ist 1000. Lassen wir das jetzt zum Anschauen da und kann dann im Prinzip sagen, ich möchte hier einen Kreis haben, eine Ellipse. Ich möchte im Prinzip das gar nicht so haben, wie er es da hat. Ja, ich möchte im Prinzip jetzt die Ellipse größer haben. Also da könnt ihr euch dann spielen, wie ihr wollt. Nicht? Und ihr könnt ihr euch dann so im Prinzip auch Einzelvolumen, Delta-Änderungen, mehrere Preise zusammengefasst. Das haben wir eh schon in ein paar Webinaren gemacht. Da könnt ihr euch dann im Prinzip aufführen. Ja, und das ist das Schöne. Ihr seid komplett flexibel und nirgendwo gefangen mit dem Ganzen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Wert zum Veranschaulichen. Aber wir haben uns jetzt im Prinzip in ein paar Minuten aus einem normalen Chart, ja, haben uns auch einen Chart gebaut. Also es geht relativ schnell. Ja, und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, ich muss das umstellen für euch, die Indikator-Labels gehören auf weiß in einen schwarzen Chart, dann sehen wir auch, was da los ist. Ich kann ja dann im Prinzip alles ausblenden auch noch. Ja. Das heißt, ich kann mein Profil ausblenden und dann habe ich auf einmal meinen normalen Chart. Ne. Einen externen Chart kann ich auch noch ausblenden. So, okay. Ja. Dann kann ich reingehen und dann kann ich mir das, wie ich es halt brauche, wieder einblenden, das Ganze, die Box und so weiter und so fort. Gibt es Fragen? Es gibt Aufzeichnungen, natürlich gibt es am YouTube-Kanal von FX Flat. Ja, das dauert meistens 1, 2, 3 Tage und dann ist das für euch da. Ja. In der Heatmap handelt es sich, also das, was wir in der Heatmap beziehungsweise in DOM-Levels abtragen. Die Frage lautet, welche Orders sieht man im Depth of Market, ob das Limit oder Market Orders sind. Wenn wir ganz kurz zurück zum Thema gehen. Ich mache das groß für euch. So, weg den Chart, den brauchen wir jetzt nicht. Und ich lade mir nur schnell für euch ein Smart App dazu. So. Und radikal wie ich bin, werde ich jetzt ganz geschwind meine Verbindung kappen. Oh, einen kleinen Moment. So. So, gut. Gehen wir ganz kurz zurück zum Thema. Wir haben hier, sieht man auf jedem Preislevel, wie viele Limit Orders sitzen. Ja, also die kaufen wollen, die verkaufen wollen. Also wenn ich eine Limit Order, kann ich jetzt nicht reinlegen in den Markt, habe mich disconnected. Wenn ich eine Limit Order reinlege, dann habe ich hier 189 statt 188. Und der Markt funktioniert so, dass wenn ich Market Buy drücke, ich demjenigen, der was hier mit der Limit auf Sell sitzt, eine wegnehme. Das heißt, wenn ich Market Buy drücke, werde ich mit der Limit auf der anderen Seite gefillt und vice versa. Das heißt, ich brauche Market Orders, die mir die Limit Orders nach oben wegfressen können, wenn der Kurs nach oben geht oder eben nach unten. Und in dem Tape
Hier sehen wir jede Ausführung zu jeder Sekunde. Also ich sage immer, die ultimative Wahrheit ist es zwar nicht, aber hier sehen wir alle Ausführungen, die jede Seite betreffen. Wenn wir 35 long geht, dann nimmt er diese 35 Limit, die hier liegen, weg. Und dann haben wir einen Uptick. Ja, dann müsste man 68 kaufen, dass man noch einen machen und 123, dass man noch einen machen. Und wenn einer viel Kohle hat und hier jetzt diese knapp 300 Market reindrückt, dann wird der Kurs nach oben springen. Und so funktioniert das Ganze. Und in der Heatmap zeichnen wir mit, wie sich das Gefüge hier bildet. Ob hier wer was reinlegt oder was rausgibt. Ob es hier Levels gibt, die wir auf der Limitseite stark verteidigt werden oder nicht. Ja, es kann ja passieren, und da sind wir wieder tiefer in der Materie, dass wir hier eine Limit Order liegen haben und es wird gekauft, 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 aber die wird nicht weniger, weil irgendwo im Hintergrund ein Algorithmus immer wieder Limit Orders dazu in den Markt schiebt, damit der seine große Order wegbringt. Ja, und so Sachen kann man sich natürlich gut anschauen auf einer Heatmap, ohne Frage. Haben wir noch irgendwo eine offen? Lauft die noch irgendwo? Ich habe sie, glaube ich, eliminiert. Leider. Wie gesagt, so Sachen kann man sich ja anschauen. Man kann ja dann messen und sehen, aha, das passiert auf der Limit-Seite und das passiert auf der Market-Seite. Und ich kann sofort schauen, wenn ich aufs Tape schaue, ja, dass hier 200 Kontrakte gekauft werden und es liegen aber nur 150 auf dem Level und der wird immer wieder aufgefüllt, dann habe ich da oben einen Widerstand. Beziehungsweise irgendwo eine Person, die versucht, Stücke in den Markt zu bringen. Und dann hast du natürlich auf der Market-Seite im Delta das Phänomen, dass ich mehr Käufer habe, aber der Kurs nach unten geht. Ja. Und das ist das Ganze. Ich versuche noch ein paar Fragen zu beantworten. Gucken. Was ist erledigt? Die Aufzeichnung wird, glaube ich, nicht per Mail verschickt. Die findest du im YouTube-Kanal von FX Flat in einigen Tagen. Ja. Buying und Selling Tails kannst du dir in Atlas nicht anzeigen lassen. Also im Market Profile. Ja, du könntest unter Umständen, ja, es ist schwierig, weil das Market Profile ja nicht auf Volumen basiert, sondern eigentlich wie lang der Kurs die Zeit auf einem Level verbringt. So generiert sich ja das Profil. Aber das wäre eine Idee, dass wir es unter Umständen hinzufügen, dieses Feature, wenn es wirklich benötigt wird. Also grundsätzlich, man sieht ja diese Tails mit freiem Auge. Also da müsste man schauen, wie man die, ob man die farblich markiert oder ob man da Striche brauchen oder ich weiß nicht, also wie man das schön aufbereiten kann. Also grundsätzlich, wenn ich einen Tail sehe, das ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von einem Buchstaben, der kurz runter ist, ne, muss man sich anschauen. Am besten mir den Support schreiben und dann kann man darüber diskutieren, wie man das am besten implementiert. Das gilt übrigens für alle von euch. Wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt, Feature-Wünsche gibt, wenn wer meint, es geht noch viel besser, man kann das Feature besser umsetzen, schreibt es mir doch. Ja. Also wir sind, glaube ich, da das offenste Unternehmen auf dem Planeten. Wir sind komplett Community und Trader getrieben. Also uns schreiben auch Prop-Firmen, wir haben da schon einiges implementiert, die haben die Vollfreude und wir sind da halt offen und ich finde, dass man das halt so, das ist eine gute Philosophie, weil da kommt man eigentlich zu einem Produkt, was der Trader haben möchte. Ja. So, wir haben hier noch eine Atlas Telegram Gruppe, aber ich weiß nicht, ob ich dir hier irgendwo in den Chat reinbringe. Ich habe keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus damit hier. Ich kann euch anbieten, entweder ihr schreibt mir eine E-Mail unter de.support@atlas.net, dann schicke ich euch den Link zur Telegram Gruppe und ich werde den auch unter das Video auf YouTube packen. Dann kann ich euch das zukommen lassen, weil ich nicht weiß, wie dieser Chat hier funktioniert. Moment, ich versuch's. Vielleicht geht's gleich. Kleinen Moment. Dann könnten wir das jetzt noch schnell abhaken hier. Gebt mir eine Sekunde. Ich versuche euch das sofort zu liefern. Papapapap. Michael? Ja. Muss man nur darauf achten, dass unten auf alle ist.
Ist auf alle. Ich füge das jetzt ein und senden. Könnt ihr das jetzt sehen? Das sollte geklappt haben, ja. Okay. Ansonsten schreibt es mir, wie gesagt, per E-Mail und ja, dann schicke ich euch den Link. In dieser Gruppe, wie gesagt, die ist für Kunden und von Kunden. Da ist eine ganz große Gruppe drinnen, die sich gegenseitig gut hilft, auch bei so kleinen Fragen und Lifehacks. Also da geht es immer gut zur Sache. Wir haben auch ganz viele Leute von FX Flat drinnen. Da haben wir alle Spaß. Es gibt keine dummen Fragen. Ich bin auch zu Zeiten dort und beantworte, was ich eben kann. Aber da sind schon echte Profis am Werk, die können da gute Antworten liefern. Ja, ich wär's das dann eigentlich von meiner Seite her fürs Webinar für heute. Ja, ich denke, wir lassen es gut sein. Ich hoffe, es war nicht zu viel und ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können. Ja. Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Ich schließe mich hier dem Feedback an. Top, wie immer. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aufzeichnung wird, hast du ja schon gesagt, so schnell wie möglich online gestellt. Ist übrigens immer sehr gut, wird immer sehr, sehr häufig abgerufen bei uns. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzugucken. Ich bedanke mich sehr für die Teilnahme. Natürlich auch bei dir, Michael, für das Webinar. Wieder sehr interessant. Und wünsche noch einen erfolgreichen, einen schönen Abend. Eine erfolgreiche Woche noch. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Michael, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich trinke jetzt einen Kaffee und macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lass es euch schmecken. Ciao.